Wenn du auf der Suche bist nach einem schönen minimalistischen Backpack für Männer, dann ist das Video genau das Richtige für dich. Gentlemen, ich war selbst auf der Suche nach einem passenden Backpack für mich. Ich wollte einen clean, schlichten und gleichzeitig auch coolen, minimalistischen Backpack haben und habe das jetzt als Grund und Anlass dafür genommen, hier ein kurzes Video zu drehen. Ich habe einfach mal bei Amazon mich umgeschaut und bei einigen Backpack-Brands habe da einige Backpacks bestellt, habe die gecheckt, zeige euch heute meine Favorites und zeige euch anschließend natürlich auch, für welchen Backpack ich mich persönlich entschieden habe und warum. Starten wir mit der ersten Brand und zwar ist das ein Rucksack von der Brand Elamo, ein minimalistischer schwarzer Rolltop-Rucksack, den ich bei Amazon bestellt habe. Kostenpunkt 64,95. Der Rucksack hat ein paar coole Features und zwar hat er zum Beispiel an der Seite so einen Powerbank-USB-Anschluss. Logischerweise ist keine Powerbank im Lieferumfang enthalten, sondern man kann von innen eine Powerbank anschließen und dann dementsprechend zum Beispiel sein Handy laden. Man hat ein Laptopfach, man hat auch relativ viele Taschen, sowohl von außen als auch von innen und man kann auch an den Seiten zum Beispiel eine Wasserflasche unterbringen. All in all ist der Elamo Rucksack, gerade auch wenn man es im Vergleich sieht zu den anderen Backpacks, die ich gleich noch zeigen werde, nicht ganz so stabil, weder von außen noch von innen. Aber man muss trotzdem sagen, der Rucksack ist all in all ganz gut ausgestattet und mit so einem Rucksack kannst du eigentlich auch nicht viel falsch machen. Weiter geht's mit dem wohl schlichtesten Backpack überhaupt, den ich hier bei meiner Auswahl mit dabei habe und zwar ein Backpack von der Brand Johnny Urban. Der Backpack kostet tatsächlich nur 5 Euro mehr als der vorherige und ich muss euch sagen, Leute, für diese 5 Euro mehr bekommt ihr tatsächlich auch an dieser Stelle wesentlich mehr Qualität. Was heißt das? Der Rucksack fühlt sich als allererstes mal wesentlich robuster und stabiler an. Das merkt man zum einen an der Polsterung von innen. Da muss man auch wirklich keine Angst haben, dass der Laptop kaputt geht, wenn der Laptop in dem Rucksack drin ist. Zudem natürlich auch von außen. Man hat hier eine hervorragende Rückenpolsterung und auch das Fach unten ist nicht nur extra gepolstert, sondern auch extra beschichtet. Außerdem hat der Rucksack ein paar coole Features, wie zum Beispiel den Brustgurt, den man sehr gut verwenden kann, wenn man schweres Gepäck hinten im Rucksack drin hat. Den kann man allerdings auch abnehmen und man hat auch so eine extra Schlaufe, wenn man den Rucksack zum Beispiel an sein Handgepäck befestigen möchte. So, Leute, jetzt machen wir einen heftigen Preissprung und zwar kommen wir von 69,95 auf 139,90 und zwar zu der Brand Captain & Son. Jetzt haben wir hier an dieser Stelle keinen Rolltop-Rucksack, vom Stil her aber relativ identisch zu den beiden vorherigen Backpacks. Ich muss sagen, der Rucksack gefällt mir von der Qualität sehr. Ja, wir haben hier viele Fächer. Hier wurde auch auf die Details geachtet, ob es jetzt die Logos sind oder die Zipper an den Seiten. Die sind wirklich alle sehr, sehr wertig gemacht. Man hat hier auch das Gefühl, dass mit hochwertigen Materialien gearbeitet worden ist. Auch die Kombination von den verschiedenen Materialien finde ich sehr nice. Und auch hier muss man keine Angst haben, dass dem Laptop was passiert, wenn man ihn im Rucksack untergebracht hat. Denn der ist auch wirklich sehr gut und qualitativ hochwertig gepolstert. Jetzt kommen wir zum Aber. Der Rucksack hat zwar super viele Fächer und super viele Reißverschlüsse, aber diese Reißverschlüsse, die sieht man natürlich auch, als auch die Schlaufen außen. Dementsprechend wirkt der Rucksack, wenn man ihn aufhat, irgendwie nicht so minimalistisch und die Schlaufen an den Seiten, die schlendern halt da an den Seiten herum. Weiter geht's mit einem Backpack von der Marke Godbag. In diesem Zusammenhang tatsächlich auch der teuerste Rucksack mit 159 Euro. Wenn man den Rucksack in der Hand hält, dann merkt man, okay, das Teil ist wirklich stabil und robust. Tatsächlich ist der Rucksack auch aus 100% Ocean Impact Plastik hergestellt. Heißt, die Leute haben Plastik aus den Meeren gefischt und aus diesem Plastik wurde der Rucksack dementsprechend hergestellt. Heißt, diese Stabilität, die spürt man von außen. Mit diesem Rucksack kann man wirklich ja, von A nach B traveln und auch wenn man den jeden Tag nutzt, der Rucksack wird nicht so schnell in die Brüche gehen. Der ist auch von innen super gepolstert. Ein cooles Feature, man hat hier eine Polstertasche, ja, wo man den Laptop reinpacken kann. Die kann man tatsächlich auch rausnehmen. Und auch hier brauchst du keine Angst haben, dass dem Laptop was passiert. Was ich allerdings an dieser Stelle nicht so nice finde bei dem Backpack ist, dass es nicht ganz so viele Taschen gibt und nicht ganz so viele Reißverschlüsse wie bei den anderen Backpacks. Und das Rolltop, das kann man einfach nicht schließen. Ja, die anderen Rolltop-Rucksäcke hatten über einen Reißverschluss, als auch der von Captain & Son. Man konnte die Backpacks oben schließen. Das kann man an dieser Stelle leider nicht. Und hier haben wir nochmal alle Backpacks im Überblick. Der Backpack von Elamo für 64,95, der Rucksack von Johnny Urban für 69,95, das Produkt von Captain & Son für 139,90 und der teuerste Rucksack in dieser Auswahl, der von Godbag für 159 Euro. Schreibt jetzt mal gerne in die Kommentare rein, für welchen Rucksack ihr euch entschieden hättet, welchen Rucksack würdet ihr von diesen vier auswählen.
auswählen. Jetzt kommen wir zur großen Preisfrage. Für welchen Rucksack hat Online-Bruder Korte sich jetzt entschieden? Leute, ich habe hin und her geschwankt zwischen zwei Brands, und zwar zwischen Johnny Urban und Captain & Son. Habe mich dann tatsächlich schlussendlich aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses für die Brand Johnny Urban entschieden. Von der Qualität her hatte ich das Gefühl, dass beide Backpacks identisch zueinander sind. Der von Johnny Urban, der hat mir einfach optisch ein bisschen besser gefallen, der war minimalistischer, und wir haben hier einen Rolltop-Rucksack, heißt, ich kann hier von der Größe besser variieren. Der von Captain & Son, der Backpack, der hatte ein paar mehr Zipper und ein paar mehr Fächer, aber die waren es mir jetzt nicht wert, doppelt so viel auszugeben. Den Preisunterschied habe ich an dieser Stelle lieber in einen weiteren Backpack von Johnny Urban investiert, und zwar in einen Backpack in einer anderen Farbe, in so einen Creme mit einer PU-Beschichtung. Und Leute, ich meine, am Ende des Tages habe ich jetzt zwei Rucksäcke für den Preis von einem in zwei verschiedenen Farben, und das fand ich an dieser Stelle wesentlich smarter. Alle Backpacks aus dem Video als auch noch ein paar Alternativen habe ich euch logischerweise wie immer unten in der Infobox verlinkt. Schaut da gerne vorbei, und ich hoffe, dass ich euch auf diesem Wege bei der Auswahl eures Backpacks ein wenig weiterhelfen konnte.